Herzlich willkommen zum Conscious Love Podcast, Bewusst im Gespräch, dein Podcast für mehr Bewusstsein, innere Heilung und Partnerschaft. Schön, dass du wieder dabei bist. Und falls du Conscious Love Dating noch nicht kennst, dann sei jetzt auch dort dabei und melde dich gleich an und verbinde dich dort mit weiteren bewussten und aufgewachten Menschen für Dating, Freundschaft und Liebe, denn du verdienst mehr, als der Mainstream zu bieten hat. Ja, ich bin der Thomas und heute freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Karl Krunig. Lieber Karl, herzlich willkommen. Schön, dich Grüß dich, wiederzusehen. Thomas. Danke für die Einladung. Ja, wir sprechen heute zum Thema Körperintelligenz als Basis einer bewussten Partnerschaft. Ja, genau. Ja, Karl, wir kennen uns ja von deinen KI-Körperintelligenz-Seminaren, wo ich selbst beim Basis- als auch beim Aufbauseminar dabei sein durfte und live erleben konnte, was es mit der Körperintelligenz auf sich hat und ja, welche Kraft eigentlich in einem selbst liegt, wenn wir wieder ganz bei uns selbst präsent sind. Genau, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und bevor wir in die Tiefe einsteigen, noch ein paar Worte zu dir. Du hast über 40 Jahre Erfahrung in Kampf- und Energiekünsten, bist weltweit auch eine anerkannte Koryphäe auf dem Gebiet. Und hast dann aus deiner persönlichen Evolution heraus deine eigene Art des Energietrainings entwickelt, welches du KI-Körperintelligenz nennst. Genau. Und was ich auch sehr spannend finde, zusammen mit deiner Frau Renata machst du auch Seminare zum Thema, du nennst es Kontakt, Beziehung, Berührung und zeigst auch dort, wie uns die KI, die Körperintelligenz helfen kann, eben in dem Kontakt auch zwischen Mann und Frau. Und das fand ich halt sehr spannend, weil das total den Bezug auch zum Thema bewusste Partnerschaft und zu meinem Anliegen, eben Menschen dafür zu verbinden, sehr gut reinpasst. Ja, jetzt haben wir öfters das Stichwort Körperintelligenz gehört und ich möchte mit der Frage einsteigen, was heißt das, was heißt Körperintelligenz eigentlich? Ja, ist eine ganz simple Frage, aber darüber könnte man schon Stunden uns unterhalten. Ich verwende den Begriff Körperintelligenz dafür, dass K.I. für etwas steht, was wir von Geburt an mitbringen, nämlich wir alle haben diese innere Weisheit zur Verfügung, die uns eigentlich als Leitfaden durch das Leben dient, ja, dass uns immer wieder Signale sendet, wie unser Weg sein könnte, wo es hingehen könnte, dass aber über die normale Art, wie wir leben, sozial, zivilisatorisch, erzieherisch, praktisch sozusagen dieser Kanal wird immer mehr verschlossen. Und meine Arbeit dient dazu, sozusagen diesen Kanal wieder zu öffnen, dass ich wieder Zugang zu mir selber kriege, wirklich in absolutem Kontakt mit mir selber, sprich auch nicht nur mit mir selber, sondern sozusagen mit meinem höheren Selbst, mit meiner Seele, wie man es immer nennen will in der Richtung. Und dadurch einfach wieder mein Leben auch wirklich sinnerfüllt erleben kann und nicht in der Anstrengung und Schwere, wie die meisten das Leben empfinden. Das ist gut zusammengefasst. Ich habe im Seminar bei dir erfahren, dass es sehr viel auch mit Präsenz zu tun hat, also Präsenz im Körper. Du sagst immer Präsenz, also in Körper, Seele und Geist, gleichwertig und gleichzeitig. Das fand ich ein sehr schöner Ausdruck. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was erklären, was heißt es eigentlich wirklich präsent zu sein und wieso sind wir das nicht von uns aus? Wieso müssen wir das wieder erlernen? Wenn wir als Kinder, als Babys geboren werden, sind wir voll in dieser Präsenz. Das merkt man auch, kleine Kinder bis zum gewissen Alter haben eine Wahnsinnsausstrahlung, eben Präsenz in der Richtung. Und die wird dann allerdings immer mehr und mehr eingeschränkt durch die Erlebnisse von außen. Ja. Erstens, dass diese Präsenz im Außen gar nicht mehr erwünscht ist. Ja. Und deswegen wird sie nicht gefördert, sondern eher verhindert, weil sozusagen teilweise das Außen mit dieser Präsenz nicht umgehen kann, wenn wir so prächtig in der Welt stehen. Und so als Kind bringen wir einen Mechanismus mit. Erstens, dass wir zwar relativ schnell lernen über Nachahmen, aber zu Beginn auch glauben, dass die Signale von der Außenwelt, in dem Fall meistens die Eltern, wertvoller sind wie das, was wir selber mitbringen. Und wenn jetzt aber sozusagen die Eltern nicht selber in Kontakt mit sich sind, in ihrer Präsenz, ja, dann sozusagen lernt das Kind schon an dem Beispiel, seine Präsenz zurückzunehmen. Und wenn es dann praktisch in Situationen präsent ist, wo die Eltern gerade gestresst oder sonst was sind und dann praktisch sozusagen von den Eltern gemaßregelt werden, dann sozusagen lernt das Kind daraus, dass eigentlich diese Art, wie es sich fühlt,
in dieser vollen Präsenz nach außen nicht erwünscht ist, beginnt sie dadurch immer mehr einzuschränken. Und das nimmt dann fort, bis wir irgendwann uns so kennen, wie wir uns kennen und gar nicht mehr wissen, welche Fähigkeiten und Möglichkeiten wir eigentlich mitgebracht haben, die wir aber nie verloren haben, sondern die wir nur vergessen haben. Meine Arbeit und mein Zugang dient auch dazu, sozusagen dieses Vergessen wieder aufzuheben. Es gibt nichts neu zu lernen. Wir haben alles, was wir brauchen. Danke. Du sagst auch in deinen Seminaren, wenn wir üben, also es geht sehr viel über Übungen, ne? Also es ist zwar jetzt eine Videoaufnahme, wo es auch darum geht, die Leute schauen das an und machen sich wahrscheinlich viele Gedanken drüber. Das heißt, der Verstand ist jetzt sehr aktiv, aber das, was du unterrichtest, geht eigentlich gar nicht in den Verstand rein, sondern ist was, was wir erleben, fühlen, spüren dürfen. Es ist ja eben der Verstand, der das, was wir wirklich spüren, immer mehr überdeckelt sozusagen und immer mehr glaubt, das ist gerade nicht oder kann nicht so sein. Und deswegen müssen wir aus dem Verstand wieder raus, zurück in diese ursprüngliche Werkzeug des Spüren. Das war eine sehr interessante Erfahrung für mich auch, um dort in den Übungen selbst zu merken, wie stark der Verstand eigentlich aktiv ist, ne? Wie sehr der alles kontrollieren will. Und selbst wenn eine Übung mal geklappt hat, dann denkt der Verstand, ah cool, jetzt habe ich es verstanden, jetzt weiß ich es. Und die nächste Übung geht dann gar nicht mehr, ne? Weil man halt so wieder im Kopf ist und nicht mehr in dem Spüren. Ich fand das sehr plausibel mit dem Beispiel von, ja, wie wir als Kinder sind und welche wichtige Rolle die Eltern dort haben. Jetzt bist du selbst auch Vater. Wie ist das denn mit deinen eigenen Kindern? Ich meine, du hast diese ganze Erfahrung und das Wissen dazu. Kannst du mit den Kindern bewusster anders umgehen, dass die ihre eigene Präsenz länger behalten? Oder ist es so ein unvermeidlicher Prozess einfach, der stattfindet, weil die Kinder auch im sozialen Umfeld sind, in die Gesellschaft eingebunden sind und so weiter? Ja und nein, da sind wir eigentlich schon auch tief im Beziehungsthema, weil ich bin aufgewachsen in einer Familie. Ich schätze, es ist in vielen Familien so, eine Nicht-Kontakt-Familie. Das heißt sozusagen, die Eltern waren nicht miteinander in Kontakt, weder mit sich noch mit dem Partner, noch wirklich mit den Kindern, sondern ist mehr das oder weniger so nebenbei aufgewachsen, groß geworden in der Geschichte. Und das heißt sozusagen, ja, ich hatte ja auch ein großes Defizit, weil mein Vaterverhältnis relativ früh gestört war durch bestimmte Anlässe. Und habe einfach Auswege gesucht. Das hat mich zum Beispiel in die Energie- und Kampfkunstrichtung getrieben in der Geschichte. Und die Prinzipien, die ich dann entdeckt habe, die dann auch zu Beginn in die Kampfkunst eingeflossen wurden, gingen dazu, dass ich immer wieder Zugang zu diesen Prinzipien, die ich jetzt sozusagen alltagstauglich aufbereitet habe, erstmal dahin kommt, dass man schier unangreifbar wird. Das heißt eigentlich, dass man sich noch mehr aus dem Kontakt zurückziehen kann. Und so habe ich es am Anfang auch verstanden. Ich habe etwas gefunden, was mich so stark, so stabil macht, dass ich das Außen nicht mehr brauche und eben auch von außen deswegen auch nicht angegriffen werden kann. Und trotzdem war mir immer bewusst, sozusagen, als ich dann angefangen habe, aufgrund meiner eigenen Lebensgeschichte, wo ein paar ernsthafte gesundheitliche Probleme dazukommen, aus dieser Sache mehr und mehr auszusteigen und zu gucken, wie kann ich das anders anwenden im Leben, außerhalb der Kampfkunst und außerhalb diesen Situationen. War mir immer klar, es fehlt etwas in meiner Arbeit. Und irgendwann ist mir dann das aufgefallen, sozusagen, es fehlt der polaritätische Ausgleich. Sprich, ich wusste sozusagen, ich brauche eine Ergänzung. Und als dieser Impuls da war, dass es eine Ergänzung braucht, wusste ich sozusagen, ich muss irgendwann meine Partnerin finden, eine Frau, die mich in meiner Arbeit ergänzt. Und so habe ich damals bei meinen Partnerinnen immer schon sozusagen geguckt, ist es die, ist es die? Ja? Und als dann die Partnerin wirklich kam, mit der ich auch jetzt noch zusammen bin, ja, Renata, war mir von vornherein bewusst, das ist sozusagen der Part, der mir fehlt, weil sie mit ihrer Weiblichkeit Energien abdecken kann, wo ich als Mann nicht hinkomme in der Richtung. Und weil dann, und das war zum ersten Mal sozusagen, ich hatte natürlich in meinen vorherigen Beziehungen auch sehr intensive Kontakte, aber was es wirklich heißt, mit einem Gegenüber in Kontakt zu sein, das habe ich erst sozusagen mit meiner eben jetzigen Lebenspartnerin, auch meiner Frau Renata, kennengelernt. Ja? Und dadurch hat sich auch meine Arbeit geändert, weil sozusagen diese zweite Anteilnahme, nämlich diese Körperintelligenz, kann in beide Richtungen fließen. Erstens, sich so in die Präsenz zu begeben, dass man vollkommen abgegrenzt ist und nichts hineinkommt,
Vollkommen Autarkität, aber auch gleichzeitig in die andere Richtung, sich so zu öffnen, dass ein Kontakt möglich ist, wenn man diesen Kontakt, diese Art von Intensität des Kontaktes mit anderen Personen vorher noch nie erlebt hat, dass man sozusagen schier überwältigt ist, wie intensiv das dann sein kann. Und so ist dann sozusagen dieser Kontaktaspekt in meiner Arbeit immer wichtiger geworden, ja, in Verbindung eben durch das, was ich mit meiner Frau erlebt habe und wie wir beide dann diesen Weg weitergegangen sind. Und da ist mir ganz viel bewusst geworden dann, was es wirklich heißt. Ja. Und das hat dann natürlich Auswirkungen sowohl in die Beziehung als auch zum Beispiel in die Erziehung. Ist jetzt natürlich, was wir mit unserem Sohn jetzt versuchen, dass es uns gelingt, immer in diesem Kontakt zu bleiben. Aber ich kann dir gleich sagen, ich muss zugeben, auch als sogenannter Experte auf dem Gebiet, es gelingt nicht immer. Ja. Kindererziehung ist so ein Feld für sich. Ja. Und obwohl ich mittlerweile, obwohl mir sehr bewusst ist, was man da alles verkehrt machen kann, ich tappe trotzdem so in die Fallen. Es gibt ja immer wieder diese Geschichte, wo sich Leute klar werden, sie wollen nie so werden und es nie so machen wie ihre Eltern. Und hinterher decken sie sich doch in so einer Schiene drin. Also das Unbewusstsein ist da sehr stark. Und das, was mich oder uns jetzt auszeichnet, ist, dass wir, auch wenn wir noch in diese Fallen tappen, sehr schnell merken, dass wir ja, in so einer Geschichte drin sind und uns deswegen aus unserer Erfahrung sehr schnell wieder daraus lösen können und wieder sozusagen von neuem angehen können, wieder voll in diesen tiefen Kontakt zu gehen. Und das versuchen wir bei unserem Sohn. Ja, und trotzdem sozusagen, wie gesagt, ist es uns nicht zu 100% flächendeckend möglich. Dazu sind wir auch zu sehr in dieser Gesellschaft aufgewachsen, zu sehr Mensch. Und aber letztendlich, ja, wie heißt es so schön, ja, ein Fehler ist sehr nützlich, wenn er sich nicht ständig wiederholt. Ja, genau. Sehr schön, ja, danke für das Mitteilen der Erfahrung. Du sagst ja auch in deinem Seminar, auch in deinem Buch, als habe ich das gar nicht gezeigt, das wollte ich ja noch zeigen. Das ist hier das Buch, das du geschrieben hast, Karl Grunig, Entdecke deine Körperintelligenz. Es ist eine wunderbare Vorbereitung für deine Seminare. Wer da Interesse hat, ist aber auch eine wunderbare Nach- und Zwischenbereitung. Ja, ich habe eigentlich das meiste zwischen dem Basis- und dem Aufbauseminar gelesen, einfach weil ich dann schon eine Erfahrung von dem Basisseminar habe und nochmal einen ganz anderen Zugang zu den Inhalten habe. Und was ich sagen wollte, du sagst auch in deinen Seminaren, dass eigentlich sich komplett zu öffnen, ist eigentlich der größte Schutz, den wir aufbauen können. Weil gerade in der, sag jetzt mal, spirituellen Szene oder auch, was ich halt viel so mitbekomme bei Kollegen und auch im privaten Umfeld, ist dann oft, ja, die Welt ist jetzt so böse geworden, ne? Da gibt es dann alles Mögliche und ich will ja nicht voll sein von Fremdenergien und Besetzungen. Das heißt, wenn ich jetzt rausgehe, muss ich mich ja fast schon schützen und dann baue ich mir ein energetisches Schutzschild oder irgendwas auch immer, mache eine Ablösung, habe irgendeine Meditation und bin dann aber eigentlich für mich so eingekapselt, ne, in diesem Schutzschild. Und vielleicht kannst du das nochmal ausführen. Also, wie können wir das verstehen, dass eigentlich das wahre Offensein ist der beste Schutz? Weil, ja, wenn ich jetzt die Erfahrung nicht habe, könnte ich ja denken, okay, wenn ich mich jetzt komplett öffne, dann mache ich ja Tor und Angel auf für Fremdenergien, für das Böse und dann soll ich das auch noch willkommen heißen, akzeptieren, so. Das will ich doch auf gar keinen Fall machen. Also, wie soll ich sagen? Bleibt jetzt natürlich wieder auf einer theoretischen Basis, weil in meinen Seminaren kann ich anhand von wirklich körperlich-sinnlichen Erfahrungen auch wirklich zeigen, dass es so funktioniert, wie ich jetzt versuche es zu erklären. Ja? Wir hören ja nicht nur mit dem Körper auf, sondern sozusagen wir haben nach außen hin auch noch ein elektromagnetisches Resonanzfeld in der Richtung. Und deswegen meine Grundprämisse meiner gesamten Arbeit ist praktisch die Voraussetzung, wie entsteht Präsenz? Präsenz entsteht erstens dadurch, dass ich vollkommen in meinem Körper anwesend bin, eben mit mir in Kontakt, mich wieder spüre, aber eben nicht nur in meinem Körper, sondern auch mein Energiefeld wahrnehmen kann. Ja. In diesem Wahrnehmen und Spüren von meinem Energiefeld fühle ich den Raum, der mich umgibt, der mein Energiefeld ausmacht. Und wenn ich diesen Raum fülle, dann ist dieser Raum gleichzeitig auch sozusagen besetzt und kann nicht durch etwas anderes besetzt sein. Ja. Und das ist wieder unmittelbarer Zusammenhang. Präsenz kann nur über Öffnung geschehen. Ohne Öffnung komme ich nicht in die Präsenz. Ja? Und bin ich nicht präsent, dann kann ich mich auch nicht öffnen. Später für Beziehungen wichtig. Und es ist sowohl ein physikalisches wie energetisches Prinzip, das so funktioniert. Auf derselben Ebene, auf derselben Dimension kann nicht
dass derselbe Ort gleichzeitig von zwei verschiedenen Sachen besetzt sein. Das heißt, so wie ich jetzt hier auf meiner S-Bank sitze, vor meinem Tisch, mit dir unterhalte, kann in dem Moment keine zweite Person hier sitzen. Das heißt sozusagen, weil der Platz besetzt ist. Genau. Wenn ich das jetzt ausdehne, das gilt auch energetisch, wenn ich selber in meinem Energiefeld zu Hause bin, mich dort spüre, dort präsent bin, dann kann dieses Energiefeld in dem Moment von keiner zweiten Energie, von einer zweiten Person besetzt werden. Und das bietet dann, ich mag dieses Wort nicht, aber man muss es verwenden, das bietet dann genau diesen Schutz, dass nichts sozusagen in mich hineinkommt, um mit mir zu arbeiten, mich zu besetzen oder wie auch immer. Und mit dieser Resonanz gehe ich dann auch nach außen. Und wir sind eine einzig große schwingende Resonanzglocke. Sprich, gehe ich mit dieser Resonanz nach außen, ich muss mich ständig schützen, dann spiegelt mir das außen, dass ich es auch wirklich notwendig habe, weil ich diese Ja. Sachen dann wirklich anziehe, die mir zeigen, dass ich mich schützen muss. Gehe ich mit dieser sozusagen Prämisse raus und wirklich mit diesem inneren Gefühl, sozusagen, ich bin bei mir, bin voll in meinem Raum und präsent, dann verletzt auch niemand diesen Raum. Und Sehr gut. jetzt mit diesem Verletzen, mit dieser Geschichte sozusagen, dass angegriffen werden, da sind wir ja schon tief im Beziehungsthema, weil Ja. sozusagen in den meisten Beziehungen verstricken sich die Partner dann, dass sie sich vermeintlich dem Partner gegenüber offen zeigen und eben dann vom Partner verletzt werden. Da beginnt Genau. schon dieser Übergang und das hat in meiner Erfahrung damit zu tun, ja, dass ich noch nicht gelernt habe, eben dem Partner gegenüber mich vollständig zu öffnen, vollständig aufzumachen. Zu öffnen heißt auch, meine eigenen Schattenseiten mir zuzugestehen und die auch dem Partner zeigen können und dürfen. Und das führt dazu, dass dann eine Präsenz entsteht und eine Offenheit, die nicht mehr verletzt und sich gegenseitig nur noch fördert. Ja, es ist oft, dass wir denken, ah ja, wir sind ja offen, aber dann wahrscheinlich nur zu einem gewissen Teil und den Rest wollen wir trotzdem noch verstecken, ne? Und Genau. energetisch merkt man das und dann führt das eher zu, na, diesen Verstrickungen anstatt einer wirklichen vollen Offenheit. Und das, was wir verstecken oder was uns in dem Moment selber nicht bewusst ist oder uns nicht bewusst werden will, ja, oder Ja. nicht darf, das ist der Punkt, wo dann der Angriff erfolgen kann. Und dann Ja. trifft es uns natürlich umso mehr. Ja, stimmt. Ja. Du schreibst ja auch in deinem Buch, dass wir Menschen dieses tiefe Bedürfnis nach Nähe und Kontakt haben, Ja. aber gleichzeitig auch Angst davor haben. Und das passt jetzt wunderbar zu dem Punkt. Genau. Und vielleicht können wir da jetzt einsteigen in das Partnerschaftsthema. Also was hilft uns denn, diese Angst zu überwinden? Was waren so deine eigenen Erfahrungen in Partnerschaften? Und wie kann uns jetzt da sozusagen die Körperintelligenz und das Präsentsein wirklich helfen, das zu transformieren? Also grundsätzlich, so ein Satz, den ich öfters in meinen Seminaren verwende, lautet: Es beginnt bei mir und es endet bei mir. Das heißt, ich kann immer nur so weit mit einem Gegenüber, einem Partner, Partnerin in Kontakt kommen, wie ich gelernt habe, mit mir selber in Kontakt zu sein. Ja. Mit mir selber in Kontakt zu sein heißt auch, dass ich gerade wieder bei dem Punkt von vorhin, dass ich sozusagen all das, was ich eigentlich verdrängen will, dass ich das auch kontaktieren kann, dass ich das auch annehmen kann, dass es in dem Moment so ist, weil nur dadurch kann eine Veränderung, eine Lösung später geschehen. Ja. Und dass ich mich eben so annehmen kann, wie ich bin, und so in diesem meiner Selbstannahme sozusagen meinem Partner begegnen kann und meiner Partnerin begegnen kann. Und das führt dann dazu, dass ich auch meinem Gegenüber ja, genauso offen gegenübertreten kann und mein Gegenüber auch genauso annehmen kann, wie ich mich selber annehmen kann. Und sehr häufig ist es ja so, gibt ja dieses schöne Sprichwort sozusagen, Verliebtheit macht blind. Ja? Weil man am Anfang sozusagen einfach wirklich alles am Partner wirklich liebt. Man ist in dem drin, wo die Spirituellen sagen, in der bedingungslosen Liebe. Nach einiger Zeit dann sozusagen kippt man da wieder ein bisschen raus, die alten Muster kommen zurück und dann fallen einem ja die Sachen auf, die einem nicht gefallen. Und jetzt sozusagen, wie ich da mit diesen Sachen umgehe, die mir nicht gefallen, das hat eigentlich weniger mit dem Partner zu tun. Wir Ja, projizieren es natürlich auf den Partner. Aber es hat eigentlich mit mir zu tun, wie habe ich gelernt, mit Sachen umzugehen, sie anzunehmen, sie zu bewerten oder nicht zu bewerten, sie lassen zu können. Und das macht dann genau den Unterschied. Weil wenn ich gelernt habe, sozusagen Sachen nicht sofort in eine automatisierte Bewertungsschiene zu schieben, ja, dann
Kann ich sie so lassen und kann sie sehen, dass es in dem Moment ein Teil ist, den mein Partner ausmacht, den in dem Moment auch mein Partner sozusagen ganz sein lässt, weil er diesen Anteil, diesen Zug noch hat. Und in dem Moment, wo ich den so annehmen kann, ja, sozusagen, kann der Partner auch beginnen, das selber sozusagen zu bemerken, diese Anteile, und beginnen damit zu arbeiten, sozusagen, und sie mehr und mehr und mehr immer selber lassen zu können und dadurch sozusagen verändern zu können. Ja, wir machen ja oft in Partnerschaften dann, oder vielleicht kommt oft der Impuls, wenn wir noch nicht so bewusst sind, den anderen verändern zu wollen, sodass er uns dann wieder gefällt, ne? Wenn wir diese Seiten entdecken, aber das passt mir eigentlich gar nicht, warum ist die so? Die sollte doch so sein. Das ist aber, das hat dann nichts mehr mit dem Annehmen zu tun, oder? Sondern das ist dann eigentlich die Projektion, die ich drüber stülp. Dadurch kreiere ich eigentlich die Erwartungshaltung und mache das eigentlich sehr, sehr eng, anstatt weiter zu öffnen. Viele sehen es ja falsch, sozusagen. Sie sind glücklich in der Beziehung, und wenn dann die ersten Probleme auftauchen, dann macht man sich die ersten Gedanken. Ja? Und wenn dann die Probleme vermeintlich immer mehr werden, ja, dann ist normalerweise der Schritt, den die meisten machen, sie trennen sich. Sie irgendwann mal feststellen in der nächsten Beziehung, sie sind wieder an einem ähnlichen Punkt, wenn nicht sogar an demselben. Ja? Und letztendlich ist es so: Partnerschaft, ja, ist eigentlich sozusagen der Boden für spirituelles Wachstum schlechthin. Weil, wenn wirklich eine Verbindung da ist zwischen zwei Menschen, zwei Partnern, wenn auch ein tiefer Kontakt da ist, dann wagen sich eben diese dunklen Seiten in mir, diese nicht gelösten Anteile, die wagen sich hoch, weil sie die Chance sehen, sozusagen in dieser Partnerschaft angegangen, akzeptiert werden zu können und dann vielleicht gehen zu können. Deswegen sozusagen ist es ja häufig so, ich gebe selber zu, durch meine Key-Geschichte, ich kann so bei mir bleiben, mich geht von außen nichts mehr an. Meine Partnerin muss nur zwei Sätze sagen und ich bin voll drin. Es ist die einzige, es ist wirklich die einzige, die das immer noch schafft. Ja? Weil es genau dieser Punkt ist, weil sie mir dadurch wieder zeigt, da hänge ich noch, da habe ich noch was nicht gelöst, da ist bei mir noch ein Schatten, eine dunkle Geschichte, und sie ist eigentlich nur der Spiegel, um mir, ja, das selber bewusst zu machen, dass ich da wieder auf mich gucken will. Weil wir das aber in so einem Fall sofort auf den anderen Partner projizieren, ja, sofort in Widerstand gehen, sofort sozusagen in Kontra gehen, und der andere Partner dann genauso gespiegelt wird, so entstehen dann Streitereien, und das führt dann dazu, dass man eigentlich die Chance, die da drin steckt, wenn ich bewusster, präsenter da reingehen würde, dass wir die Chance nicht wahrnehmen und dadurch sozusagen an uns selber zu wachsen und dadurch auch gleichzeitig wieder die Beziehung zu stärken. Wie gehst du denn selbst in solchen Situationen jetzt mit deiner Partnerin um? Also wenn du merkst, oh, du könntest dich jetzt einen Streit anbahnen oder sie kommt um die Ecke mit irgendwelchen Vorwürfen. Wie schaffst du es dann in dem Moment, dich nicht da sofort reinziehen zu lassen, sondern bei dir selbst präsent zu bleiben? Also ich kann dir sagen, wie das früher war, praktisch sozusagen, früher war das so, da ist eine Verletzung aufgetaucht, und mein Muster von klein auf hat auch vielleicht dazu mit zu tun, dass ich vom Sternzeichen Krebs bin, war immer, mich sozusagen sofort zurückzuziehen, rauszunehmen. Ja? Und praktisch, das habe ich auch immer so gemacht, habe mich zurückgezogen, und das konnte ganz, ganz, ganz lange dauern. Und jetzt, wie will ich sagen? Und ja, weil ich da an manchen Geschichten sehr empfindlich bin, ja, und weil ich natürlich auch, ich will es jetzt nicht negativ sehen, aber sozusagen über die Art und Weise, wie ich auch unterrichte und was ich mache, schon ein großes gestärktes Selbst brauche, das ich auch habe. Und meine Partnerin genauso. Ja, war das am Anfang nicht wirklich sehr leicht in unserer Beziehung? Und ich muss es wirklich so sagen, uns haben zu Beginn, ich habe in meiner Partnerin gesehen, dass sie der Teil ist, der sozusagen meine Arbeit ergänzt. Ja? Und sie ist dadurch zu einer Schule gegangen, dass sie vor vielen Jahren jetzt schon auch zu ihrer eigenen Arbeit gefunden hat, zu dieser Frauenarbeit, Frauenkreise, die sie macht. Und sie ist dadurch am Anfang mehr oder weniger sozusagen in eine Art Schulung, bewusst oder unbewusst gegangen, weil wir über viele Jahre lang, bis kurz vor der Geburt unseres jetzigen Sohnes, jedes Seminar zusammen gemacht haben. Und wie ich schon vorhin erzählt habe, ist dann in den Seminaren das Thema Beziehung, Kontakt, Berührung immer wichtiger geworden. Und genau das hat dann mehr oder weniger unsere Beziehung gerettet, sonst wären wir wahrscheinlich heute nicht mehr zusammen. Weil in dem Moment, wo wir im Seminar waren, dieser wunderbare offene Raum, wunderbarer Kontakt, Seminar war fertig,
Wir fahren heim, kommen in einen riesengroßen Streit, weil unsere beiden Egos damals noch sehr groß waren. Und steigen aus dem Auto aus und ich rede nicht mit ihr, sie redet nicht mit mir. Sonntag, Montag, ich gehe nicht auf sie zu. Sie geht nicht auf mich zu. Dienstag kommt, Mittwoch kommt, Donnerstag schon verdammt gefährlich. Wir wussten, wir haben am Freitag wieder Seminar und wir müssen. Oh, Und das ja. Kontaktthema steht an. Und jetzt sind wir gar nicht in Kontakt. Wie soll das sein? Die spüren ja. Also Ja. wir waren gezwungen, uns spätestens nach ein paar Tagen wieder zusammenzuraufen und in diesen Kontakt zu kommen, weil wir ihn nur so authentisch und ehrlich unterrichten konnten. Und so mehr oder weniger diesen Zwang am Anfang, immer wieder zusammenzukommen, ja, hat mehr oder weniger, wie gesagt, damals die Beziehung gerettet. Weil sonst wäre ich oder auch sie, wären wir viel zu große Sturschädel gewesen, um reinzukommen. Und das hat natürlich auch sehr viel verändert, weil wir gemerkt haben, egal wie tief wir verstrickt sind, es gibt doch immer wieder einen Weg zusammenzukommen. Am Anfang durch das gezwungenermaßen, später durch die vermehrten, immer intensiveren Kontakterfahrungen, die wir selber gemacht haben in der Geschichte. Und das hat jetzt sozusagen dazu geführt, dass es immer noch passieren kann, dass wir uns ganz tiefst verstricken. Aber was früher praktisch 5 Tage gedauert hat, ja, ist jetzt innerhalb von sehr kurzer Zeit wieder aufgelöst. Und das Schöne ist, jetzt steht Bewusstsein dahinter. Das heißt, wenn ich jetzt sage, nee, ich komme jetzt nicht, dann mache ich das bewusst, ja, und nicht, ich bin in dieser Falle drin und komme da nicht mehr raus, sondern sage, nee, ich mache jetzt bewusst, ich nehme eine Stunde für mich und dann gehe ich wieder auf meine Partnerin zu. Wir beide haben die Möglichkeit, sozusagen sofort, wenn es uns beide registriert ist, weil jetzt sozusagen das Bewusstsein da ist, aus dieser Schiene wieder auszusteigen und sofort wieder in den Kontakt zu kommen. Und das ist das Schöne, was ich eigentlich jeder Paarbeziehung wünsche, dass diese Fähigkeit da ist, dass man nicht an diesen Mustern kleben bleibt und praktisch sozusagen dann sehr unbewusst in diese Verhaltensweisen zurückfällt, die eigentlich nicht wir sind, die nicht unsere sind. Und das ist gleichzeitig der Benefit, den ich aus dieser ganzen Kontaktarbeit mit Beziehung rausgeholt habe. Und wie gesagt, es entsteht dann gleichzeitig eine Tiefe des Kontaktes, die man dann auch nicht mehr missen will. Ja, das glaube ich dir. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich streite mich noch genauso mit meiner Frau. Sie ist die einzige, mit der ich mich überhaupt streite. Sie schafft schnell, ich schaffe schnell. Und wir sind diese ganzen intensiven Muster, die wir uns in unserer Kindheit angehängt haben, immer noch nicht zu 100% los, aber sie beherrschen uns nicht mehr. Wir sind Ja, nicht mehr das ihr ist. Sklave, sondern sozusagen, es wird uns sehr schnell bewusst, dass das ein Muster ist und dass das nicht wir sind und wir können daraus sehr schnell wieder aussteigen. Ja, sehr gut. Ja. Sehr, sehr schön. Ich glaube, kann jeder, nimmt jeder eine Inspiration mit, der das hört. Ich selbst auch sehr. Und ich kenne diese Partnerschaften, ne, wo du an dem Punkt dann bist, wo es durch so viel Streit man sich so weit voneinander entfernt, Ja. wo man dann das Gefühl hat, na, das geht einfach nicht mehr. Und ja, das wird wahrscheinlich jeder kennen. Und ne, deine Geschichte ist also für mich eine riesige Inspiration, auch wie wir dieses Thema halt transformieren können. Und trotzdem auch den Freiraum oder wie du sagst, du nimmst dir Zeit, Raum für dich selbst, aber das halt nicht aus Trotz oder so oder aus, weil du verärgert bist, sondern das bewusst, ne, weil du sagst, okay, ich brauche das jetzt und du entscheidest das für dich und nicht gegen den anderen. Und das ist ja dann auch wieder ein ganz anderer Umgang miteinander und ja, ich denke, das darf der Weg sein. Ich wollte noch fragen, wie gehst du persönlich mit Angriffen um? Also das, was du machst, also für alle, die dich noch nicht kennen, ne, wenn ihr Karl Grundig mal in YouTube eingibt, da gibt es sehr, sehr wüste Videos, ne, wo energetisch krasse Sachen passieren, wo man sich im ersten Impuls immer denkt, naja gut, das kann ja gar nicht sein. Aber ich habe Ähnliches auf deinen Seminaren erlebt, von daher bin ich völlig überzeugt, dass das genauso sein kann. Aber vielleicht passt das vielen Leuten nicht und ich kann mir vorstellen, dass auch viele dann vielleicht in Widerstand gehen oder auf Angriff, Attacke gegen dich gehen. Hast du da Sachen erlebt? Und wie gehst du damit um? Also ist das dann einfach so, dass du sagst, okay, das gibt es halt auch, das akzeptiere ich und das kommt gar nicht in mein System? Oder gab es da mal Triggerpunkte, wo du dann irgendwie in diese Konfrontation gegangen bist und gemerkt hast, okay, je mehr du da selbst in Widerstand gehst, umso mehr schaukelt sich das auf. Also ich habe
Ich würde es mal, ja, Glück kann man nicht wirklich sagen. Aber ich habe die Fähigkeit, dass ich ein sehr, sehr autarkes Energiefeld habe, eben auch durch die Präsenz in der Geschichte und sozusagen sehr wenig Störenergie, Fremdenergie in mein Feld kommt in die Richtung. Das heißt sozusagen, ich habe wirklich gelernt und kann es sehr gut, solche Sachen einfach draußen zu lassen. Ja. Und das ist sozusagen einer meiner Hauptpunkte überhaupt, ist meine Arbeit, ist nicht zu bewerten. Kann ich auch sozusagen andere Leute so lassen, wenn sie in diese Kritik oder sozusagen Anfeindungen oder Angriffe, wie auch immer, gehen in der Geschichte? Weil ich habe auch gleichzeitig in mir diese Gewissheit, dass wenn sozusagen die Leute trotzdem eine gewisse Offenheit mitbringen, ja, und sozusagen sie auch diese Offenheit haben, es dann zum Beispiel auf dem Seminar auch wirklich auszuprobieren oder zu testen, dass ich sie innerhalb von 2 Tagen so weit bringen kann, dass sie spüren, dass da sozusagen mehr dahinter ist als das, was nur der Verstand außen sieht in der Richtung. Und natürlich, ich bin jetzt insgesamt schon 30 Jahre auf diesem Feld unterwegs. Und es gibt im Prinzip nichts, was ich an Anfeindungen nicht erlebt habe in dieser Zeit, in der Geschichte. Und, also das, und diese Sachen, die du erzählst, dass wenn man dieses, was ja nur eine mögliche Anwendung ist, wie auf diesen, wo ich bewusst sage, sozusagen diese Action-Clips, die da auf YouTube sind oder Ja, so, genau. die auch bewusst reingesetzt sind, um so ein bisschen Teaser zu sein in der Geschichte, dass da von vornherein 80% der Leute sagen, dass es fake ist, ist mir bewusst in der Geschichte. Ja? Und trotzdem, die restlichen 20% entdecken da eine tiefere Wahrheit, indem sie sozusagen über das, was äußerlich passiert, hinwegsehen und reinspüren. Und das sind dann meistens eben auch die Leute, die auf die Seminare kommen und die dann sehr Genau. bald merken, wie du selber sagst, an der eigenen Erfahrung, dass da mehr dahinter ist. Ja. Und in der Gewissheit sozusagen, dass das, was dahinter ist, wirklich wahrhaftig, authentisch, ehrlich ist, sozusagen, kann man dann auch von außen mit solchen Bemerkungen umgehen oder mit solchen Angriffen, weil man in sich selber einfach die Wahrheit spürt. Ja. Und gleichzeitig sozusagen ist ein Spruch, den ich dann häufig auch als Antwort gebe, wenn mir Leute das vorwerfen, dass das jetzt praktisch fake sei, sage ich immer, mir geht es um wahrhaftigen Kontakt, Ehrlichkeit, Authentizität. Und deswegen ist eine Frage, die ich mir wirklich selber stellen würde. Wie würde ich mich fühlen, wenn ich sozusagen 30 Jahre meines Lebens auf Betrug aufgebaut hätte, auf Fake aufgebaut Ja. hätte? Ja? Und das, was man im Internet sieht, ist das perfekte Zusammentreffen von Umständen auf beiden Seiten, dass genau dieses rauskommt. Ja? Und die Leute sozusagen sehen dann da aber immer etwas, was für den Verstand zu weit geht, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir auf dem Gebiet bleiben, eine normale Kampfkunst mache, damit eine Technik wirklich perfekt funktioniert, braucht es genau den Angriff, auf den diese Technik sozusagen geschmiedet ist. Ja? Es braucht genau sozusagen die perfekten Zusammentreffen von beiden Seiten. Das ist bei dem, was ich mache, genauso. Das ist ein Idealzustand. Aber das zeigt sich, was ideal rauskommen kann, wenn energetisch genau diese Sachen zusammentreffen. Und damit beginnen wir im Seminar im Kleinen, wo es mehr wirklich darum geht, sozusagen, wie wirkt sich das im Alltag aus und hast du selber gespürt, sozusagen, Genau. schon dieses Kleine, auch wenn es am Anfang noch nicht diese 100% Perfektion hat, verändert etwas in dir, verändert etwas in der Situation. Ich bin mittlerweile sogar nicht mehr vermessen, sondern ich weiß, es geht so weit, weil ich auch als mittlerweile so häufig Feedback höre, dass das bereits anfängt, sozusagen nach einem Seminar auch beträchtlich im Leben zu wirken und bereits das Leben beginnt zu verändern und so weiterzuentwickeln. Definitiv. Ja, kann ich auch absolut bestätigen. Ja, vielen Dank. Zum Abschluss noch eine Frage, die mich selbst länger beschäftigt hat nach deinem Seminar und auch aus dem Buch. Und zwar geht es da um das Thema Ziele und Wollen. Ja. Ich war jetzt vor kurzem auch, oder das läuft gerade noch, ist ein Online-Kongress, die nennen das das Wunscherfüllungsfestival. Da war ich auch als Speaker dabei für eben Partnerschaftsthemen. Und da ist natürlich viel dann dabei, ah, ich wünsche mir dies und das für dieses Jahr und ich manifestiere das jetzt und visualisiere das und ich will das unbedingt haben und dann kommt das ja irgendwie zu mir. Na, das ist ja so oft der Ansatz in der spirituellen Szene. Und du sagst aber in deinem Buch, das, was du willst, treibst du vor dir her. Das, was du, Ja. nee, doch, das, was du willst, treibst du vor dir her. Ja. Das, was du nicht willst, ziehst du dann an. Wenn ich jetzt den Wunsch habe, wenn ich jetzt, ich meine, ich bin ja auch ins Unternehmertum reingekommen, ne? Ich habe da auch, ich überlege mir schon, was will ich denn dieses Jahr erreichen?
mit der Plattform, mit anderen Projekten. Mhm. Wie viel Umsatz will ich machen? Wie viele Leute will ich da drauf haben? Wo ist dort der Übergang dann von, okay, das wünsche ich mir und das will ich wirklich haben? Also, und wieso darf ich nicht haben wollen? Also, wenn ich irgendwie arm bin, ist ja klar, dass ich sage, naja, ich will mal viel Geld haben, weil ich kenne die Armut. Ich will das nicht mehr, ne? Das ist ein scheiß Leben vielleicht. Also will ich Millionär werden und ich tue alles dafür, um halt viel Geld zu verdienen. Und das funktioniert ja bei manchen ja auch, oder? Ja. Und du sagst aber, das ist vielleicht eine Möglichkeit, aber mit deiner Art passiert das vielleicht viel einfacher und viel schneller. Also kannst du da ein bisschen mehr Content geben? Jetzt stellst du eine Frage, wo man allein sozusagen die ganze Stunde füllen könnte in dem Gespräch darüber in der Richtung. Aber ein Satz, der, glaube ich, auch in meinem Buch steht oder den ich auf Seminar verwende, heißt, Körperintelligenz dient nicht dazu, irgendwo besser zu werden, sondern dazu, wieder natürlicher zu werden. Und jetzt, in meinen Augen ist die Natur perfekt. Ja? Und immer wenn der Mensch versucht, die Natur zu verbessern, ja, wird es nur schlimmer. Jetzt, verzeih mir, aber alles, was da draußen an Methoden, Techniken, sonst was unterwegs ist, fast alles, ich bin nicht so absolut, ja, dient dazu, dir zu suggerieren, dass du irgendwo nicht genügst und irgendwo noch besser Genau. werden musst. Und Genau. dadurch fängt man dich bereits, dadurch bist du bereits in der Manipulation, du glaubst nämlich ständig, du musst was zu tun. Und ich habe mal in einem Seminar, ging es darum, praktisch sozusagen, dass wenn ich ja, von, wie soll ich sagen, wenn ich von einem davon ausgehe, dass ich ständig etwas verändern muss, dann komme ich nie zur Ruhe. Vor allem, wenn ich ständig besser werden muss. Und jetzt komme ich wieder zurück auf das Natürlich zu werden. Wenn wir in unsere Natürlichkeit zurückfinden, wieder in den Kontakt mit uns selber, dann sind wir, jetzt wird es ein bisschen spiritueller, in Verbindung mit unserer Seele. Die Seele gibt uns einen Weg vor. Und dieser Weg unterscheidet sich meistens beträchtlich von dem, was ich von außen mitkriege, wie mein Leben zu laufen hat, welche Ziele ich zu erfüllen habe, was es vermeintlich heißt, erfolgreich zu sein, von außen definiert und, und. Und da sozusagen sitzen halt die meisten drin. Und wenn es mir wieder gelingt, in meine Natürlichkeit, in meine Präsenz, in meine Anbindung zurückzukommen, ja, dann entsteht in mir hier schon eine natürliche Zufriedenheit. Aus dieser Zufriedenheit kann ich dann beginnen, sozusagen dahin zu gehen, wo mich meine Seele hinruft, um es mal so auszudrücken. Und dann gehe ich auch nicht mehr von einem Mangelzustand aus. Und das ist der Punkt, das ist wieder die Resonanz. Gehe ich von einem Mangelzustand aus, dann kann ich nicht erwarten, dass Fülle kommt. Um in die Fülle zu kommen, muss ich vom Füllezustand ausgehen. Nachdem die meisten Leute ihre unterbewussten Mechanismen, sieht man auch in der Beziehung, noch nicht wirklich sozusagen zu 100% sich eben bewusst gemacht haben, unterliegen sie mit den Mechanismen. Und dann wird in diesen sozusagen Wunscherfüllungsbüchern und Seminaren, wie auch immer, wird viel eben auch mit dem Resonanzgesetz gearbeitet. Ja, Und genau. das Resonanzgesetz hat aber eben verschiedene Ebenen. Und diese Sachen setzen meistens schon auf einer höheren Ebene ab. Und die erste Ebene, die ich bewältigen muss, ist die, die du gerade erzählt hast. Das heißt, sozusagen auf der alleruntersten Ebene, Resonanzgesetz, ist es wirklich so, aufgrund meiner unterbewussten Prägungen, Traumata, wie auch immer, dass alles, was ich haben will, ich erstmal von mir hertreibe. Und eben alles, was ich nicht haben will, als Resonanz anziehe in der Geschichte. Erst in dem Bewusstsein, dass es so ist, weil da bin ich immer noch in diesem Mangelzustand. Erst in dem Bewusstsein, dass es so ist, in Kontakt mit mir, in diesem sozusagen wieder natürlich sein, mit mir sein, kann ich sozusagen diese Unterstufe überwinden und dann nach außen gehen. Dann taucht aber etwas anders auf. Und das ist das, was bei mir der Fall ist. Wenn ich dann sozusagen diese unterste Stufe überwunden habe und auf dieser bewussten Ebene bin, dann, wie soll ich sagen, dann ist diese Art von Grundzufriedenheit da. Ja. Und dann sozusagen, kann jetzt nur von mir reden, dann fällt es mir schwer, überhaupt einen Wunsch zu haben, weil ich ja zufrieden bin. Ja, genau. Und diese Zufriedenheit, aus dieser Resonanz, bringt mir das Leben dann immer genau den nächsten Schritt, so habe ich es bei mir erfahren, der meinem Leben passt und der mich dann genau in die Richtung führt, die mich noch zufriedener und dann irgendwann sozusagen, mit dem Wort bin ich immer vorsichtig, noch glücklicher macht in der Geschichte. Und mit dieser Sache kommt ein anderes Thema, was auch hin und wieder auf meinen Seminaren in, ja,
in Anlehnung dann kommt, nämlich die Sache mit dem freien Willen. Ist ja schon lange dieses Hin und Her, haben wir einen, haben wir nicht. Will nicht tiefer reingehen, aber sozusagen auf dem Seminar zusammen mit meiner Frau ist da sozusagen durch den Mund von Renata mal ein wunderbarer Satz geflossen, wo ich fast neidisch bin, dass der nicht aus dem Fundus kam, aber der lautet genau auf, und das fasst das Ganze eigentlich zusammen. Wer unbewusst lebt, hat keinen freien Willen. Wer bewusst lebt, braucht keinen freien Willen. Jawohl, ja. Ja? Und ich kann so sagen, sozusagen, ich wüsste gar kein Ziel mehr, das ich mir vorstellen könnte, weil durch die Art und Weise des Lebens, wie ich gerade beschrieben habe, sozusagen, hat mir das Leben so viele Geschenke gebracht, die ich mir nicht mal als Wunsch hätte vorstellen können, dass ich mir das wünschen wollte oder sollte oder dass ich mir das als Ziel gesetzt hätte in die Richtung. Und da ist jetzt Zufriedenheit da. Und wie gesagt, aus dieser Zufriedenheit ist so, dass ich für mich empfinde, es ist Fülle da. Und diese Fülle erfüllt mich auch in meinem Leben. Und deswegen, wenn ich das schreibe oder erzähle, dann ist es, weil ich selber es so erlebt habe, was aber nicht heißt, dass ich wünschen nicht auch funktionieren kann. Das funktioniert bei einem sehr geringen Anteil von Leuten, die vielleicht bewusst oder unbewusst sozusagen diese niederen Muster, diese niedere Ebene schon verarbeitet haben. Ja, Aber für genau. den Großteil, sagt doch die Erfahrung, sagt doch die Statistik, für den Großteil sozusagen ist es, bleibt es, sei mir Wunschdenken. Ja. Also nochmal, das alles kann nur über eigene Bewusstheit stattfinden in der Richtung. Und dann werden diese Themen sogar immer unwichtiger. Weil in meine Bewusstheit, in meiner Wiederanbindung, in meiner Natürlichkeit sozusagen, serviert mir das Leben genau das, was mich gerade dran ist. Und auch so ein Satz, den ich früher häufig verwendet habe, aus der Geschichte folgt dann, das Leben meint es nie schlecht mit mir. Ja. Das erfordert halt auch dieses Vertrauen oder Urvertrauen, ne, dass das Leben gut zu dir ist und dass das, was du brauchst, in dein Leben kommt. Und ein Beispiel dafür ist ja, um das noch ein Stück greifbarer zu machen, das werden die meisten kennen, dass plötzlich irgendjemand in dein Leben kommt oder irgendwas in deinem Leben passiert, wo du sagst, hey, genau das habe ich jetzt gebraucht und das war plötzlich da und das hat mir dann für diese Situation weitergeholfen oder war genau das, was ich eigentlich gewünscht habe und hätte gar nicht erahnen können, dass es auf diesen Weg zu mir Genau, es kommt. war vorher gar nicht abzusehen, dass auf einmal Genau. irgendwas Neues auftaucht, aber es ist jetzt in dem Moment da. Genau, ja. Ja. Wunderbar. Karl, als allerletzte Frage, welchen Tipp hast du noch für Menschen, die im Dating sind, die auf der Suche nach ihrer Traumpartnerin, ihren Traumpartner sind? Ja, da kommt wieder der Satz von vorhin, weil ich habe es immer mal so erlebt, je verzweifler ich auf der Suche nach einer neuen Beziehung war, umso öder wurde es. In dem Moment, wo ich es einfach wirklich eigentlich, weil es mir zu viel war, zu viel Stress, ständig auf der Suche zu sein, in dem Moment sozusagen, wo ich es ganz lassen konnte, es hat eine Woche gedauert und wie gerade eben Thema von eben, neuer Mensch statt in meinem Leben rein. Das heißt, je verzweifler ich auf der Suche nach einer Beziehung bin, diese Verzweiflung ist ja auch in meiner Resonanz drin. Und allein diese Resonanz, diese Verzweiflung kann da schon führen, dass ich ein Gegenüber sozusagen unbewusst, der diese Resonanz wahrnimmt, praktisch sozusagen nicht darauf einlassen kann, weil es, wie soll ich sagen, fast energetisch schon ein bisschen übergriffig ist. Ich will was, ich brauche jemanden. Ja, genau. Jetzt sehr, sehr, sehr stark ausgedrückt in dem Moment. Das heißt, auch hier wieder, je mehr es mir gelingt, ja, sind wir wieder Kontakt mit mir, in die Ruhe zu kommen, aus meiner Resonanz heraus, umso eher sozusagen wird diese Resonanz auch wieder beantwortet und es tritt etwas Neues in meinem Leben ein. Und glaub mir, da sind genügend, die darauf warten, ja, die genau auf diese Resonanz warten und dann eben eintreten, wenn man es dann am wenigsten erwartet, weil ich sozusagen dieses verzweifelte Suchen aufgegeben habe. Ja. Okay, wunderbar. In dem Sinne, ja, vielen, vielen Ja, Dank, Karl, für das ich Interview. danke für Hat das Gespräch. riesig Spaß gemacht, ne? Ja, Danke mir auch. dir. Ja. Und ja, wir sind eh in Kontakt. Ich freue mich schon auf dein nächstes Seminar im Sommer, wo es da um den, ja, um den Energiekörper geht, oder? Genau, ja, Genau. Energiefeld. Ja. Genau, das Da Energiefeld kommen spüren. viele von den Themen praktisch auf die, was wir Ah, gerade besprochen haben. genau. Ja. Genau. Und für alle, die sich mehr für mehr von der Körperintelligenz interessieren, ich kann euch wirklich das Buch empfehlen oder geht mal auf ein Seminar und ich verlinke das alles unter dem Video, sodass ihr die Informationen dazu habt. Wunderbar.
Und in dem Sinne, noch einen bewussten Nachmittag und Abend und bis zur nächsten Folge. Und alles Gute für dich, Karl. Wir sehen Danke uns. dir herzlich. Ciao, tschüss. Tschüss.